Sehr verehrte Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend oder Tag oder Nacht. Wir sind Team Jimmy Jewel und spielen Paragon. Eventuell das letzte Mal. Wir werden es erfahren. Jimmy in altbewährter Rolle im Jungle, mit Chimera. Ich spiele heute mal Offlane, den Herrn Greystone hier. Ja, heute mal. Heute mal. Genau. Jetzt schon einen auf Kala. Jetzt schon? Naja, das hier sind ja, die. Ja, warum habe ich eigentlich ein Double? Keine Ahnung, weil die denkt. Ja, die sind dämlich. Ja, du bist dämlich, dass du immer so weit vorne stehst und das fällst. Bin ich eh. Bist du nicht, wenn du nicht so greedy spielen würdest. Du siehst die Faye und du siehst den Greystone. Anstatt schlau wegzugehen, bleibst du weiter vorne. Entschuldigung, mag einen Greystone, wir werden noch bei dir. Oh. Sparrow und Faye. Ja, anstatt wegzugehen, bleibst du weiter vorne. Ich weiß, könnte Sinn machen. Ah, hör auf mit Sinn. Jungler ist eh schuld. Ja, natürlich. Ja, ich will's hoffen. Der Jungler ist schuld, weil du zu blöd warst, um weiter an kurz vor deren Tower stehst, anstatt wegzugehen. Das ist das Erfolgsrezept von jedem LOL-Kiddy. Ja, dann klappt's ja. Dann spiele ich doch den nicht LOL. Aber das machst du in zwei Spielen in einem random Match mit einem random Jungler und dann wird kein Mensch mehr mit dir spielen. Oder du bist under und reported. Was meinst du, was mich das kehrt? Ja, wenn du irgendwann Chatbans hast und nicht mehr spielen kannst, dann weiß ich nicht, ob dich das nicht mehr kehrt. Oh, die Frage ist gut, aber. Gut, kommt natürlich auch immer auch an, welchen Anspruch du im Spiel dann hast. Natürlich, aber. Ich glaube, LOL kehrt mich einfach nicht genug. Ja gut, aber wenn es das im Vergleich zu Paragon gehen würde, dann wird es sich auch schon kehren. Also. Ja, das ist was anderes, da muss ich dir wohl recht geben. Hallo Sparrow, hallo Faye. Ach, Kadaver, noch. Auch noch? Ah, die war hier unsichtbar. Die ist auch immer noch unsichtbar, genau wo die hin ist. Ich hoffe nicht hier. Oder vorne. Ich bin mal weg. Jo, mach mal. Ich hatte ja einen schwarzen Buff und dann siehst du Kalabi. Gut. Der ist ja auf deiner Seite. Ich weiß gar nicht, regeneriert der? Hilfe. Wer AD-Kabine in der Mitte spielt, der braucht keine Hilfe. Mal doch, aber psychische. Naja, und die möchte ich nicht zahlen. Dann müsste ich mich erstmal um deine kümmern und diese wäre schon. Jö, viel Spaß. Gönn dir. Das ist natürlich jetzt sehr vorteilhaft, dass wir der Kadaver gegen uns haben und kein einziger, der war auch doch der Steam. Weder Offlane noch Midlane gibt es wo. Dafür haben die Gegner wo. Auch, ja. Echt unter dem Tower, Kalari? Mutig. Du hast doch kein Ulti, wa? Nee, noch nicht. Dann halte ich das noch nicht mal für so mutig, wenn ich ehrlich sein soll. Ah, am Anfang gibt der Tower noch ordentlich Schaden, wa? Ach, Bullshit. Kalari hätte die so töten können, wenn die Abilities ready gehabt hätte. Oder ich weiß, sie hat das Messer nicht getroffen. Hat sie nicht getroffen. Also. Naja. Die hat so krass verfehlt, dass ich glaube, sie hat es nicht mal versucht.
scheiß Kalarien. Das werden wir nicht erfahren. Müssen diese Minions immer wegrennen? Oh, Sparrow, renn doch nur mir. Lieber nicht. Naja, lieber nicht. Schuld, dass Kalarion solche Probleme bereitet, bist du, weil du kein Wort hast. Dass die Sparrow dann stirbt, weil sie vor dir helfen wollte, ja, mein Gott. Ich war schon weg, also ich hatte da kein Problem mit Kalari. Wenn ich das mal kurz hinzufügen darf. Das eine hat mit die eine Aussage mit der anderen Aussage noch nichts zu tun. Du bist dafür verantwortlich, dass auf deiner Lane's Ward stehen. Hätte Kalari dann nicht dieses Sparrow das gesehen. Wenn ich auf meiner Lane's Wards brauche, dann ja. Du brauchst auf deiner Lane Wards. Egal, ob Kalari da ist oder nicht. Genauso wie als Midlaner. Wobei, als Midlaner kann ich sogar noch am ersten verstehen, weil Order dir als Midlaner ja wirklich nicht so viel bringt. Aber als Offlaner kannst du Order ohne Probleme eigentlich mitnehmen. Außer man spielt Full Damage und kriegt trotzdem nichts geschissen. Abwarten. Ja. Dein Tower hat ein Drittel verloren, du bist einmal gestorben. Ich würde sagen, zumindest jetzt in Minute 7 stimmt meine Aussage noch. Oder, wie gesagt, zumindest jetzt in Minute 7 stimmt die Aussage. Aber es ist ja nur gegen eine Sparrow, da solltest du durch deinen Block ja eigentlich. Aktuell nur gegen eine Sparrow, ja. Die Face ist ja auch schon seit 3 Minuten rechts. Ja. Weil sie vielleicht gemerkt hat, dass sie nach rechts gehört. Aber was heißt gehört? Aber mein Gott, Sparrow. Ist das noch selbstverschulden oder ist das Absicht? Ja, ich hab doch Doppelkill gemacht. Ich meinte, dass sie die ganze Zeit. Das ist, weil ich sie getriggert habe. Ach so. Ich habe guten Job gemacht, weil sie gestorben ist an der Faye, weil sie zu blöd ist, mit ihrer Sparrow klarzukommen und dann ist sie getriggert. Kennst du das doch? Das ist doch jetzt nichts Neues. You triggered Feminism. That was very effective. Na, ich trigger kleine Kinder. Na komm. Sparrow, wenn du jetzt nach mir rennst, dann kriegst du weder einen Gank, noch helfe ich dir in irgendeiner Art und Weise demnächst. Wenn die Sparrow mir jetzt dafür sorgt, dass mir der Fangfuß geklaut wird, ja? Ich glaube, die sorgt für ganz andere Sachen, aber nicht für einen Fangtooth. Ich glaube, Sparrow macht gar nichts. Musst du das machen in der Aufnahme? Nö, muss ich nicht, aber. Doch, in dem Fall musste ich es leider. In dem Fall musste ich es leider. Weil jetzt alleine gegen die Sparrow durch deinen, was ist das, Kuh, da der passiv läuft. Mhm. Gut, genau,
laufen, ist auch relativ so klar. Gehst du echt unter den Tower mit Ulti, oder? Ja, ich brauch noch nicht mal Ulti. Sie ist noch nicht tot. Und du dafür fast. Also ich brauch noch nicht mal Ulti. Ah gut. Eigentlich wollte ich sie nur ein bisschen, aber hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, du kannst auf jeden Fall aufpassen. Also dein Ulti kannst du schon damit rechnen, dass die weg ist, weil klar, wir brauchen Weg. Na, Sparrow, kommst du ran? Hast mitgekriegt? Ja, ich hab's mitgekriegt und Kalari ist auch schon hier. Ja, du musst dir immer wieder den schwarzen Buff holen. Der ist nicht umsonst auf deiner Seite für dich da. Wobei er auf der Carry-Seite fast noch am meisten Sinn machen würde, aber mein Gott. Oh, den hättest du aber jetzt halten, und hast du dich schlecht weggeportet, wenn du Ulti hattest. Ah, den hatte ich sehr schlecht weggeportet. Ich habe auch damit gerechnet, dass die Sparrow, weil die gemoved ist, etwas schneller da wäre, aber naja, habe ich falsch abgeschätzt. Ah, Tower zu verlieren ist halt nie gut. Stil, da bist du nicht raus. Ja, der. Da brauche ich nicht mal rennen. Machen die das jetzt absichtliche Vollgreed? Warum Vollgreed? Ich wurde vorher mal gestunt, oder nicht mit Vollgreed zu tun. Manchmal solltest du bei deinen Aussagen berechnen, was da passiert. Ich meinte eigentlich, naja. Ist hier einfach nur zu schnell weggegangen. Ja, die Phase nicht berücksichtigt, glaube ich. Du hast immer noch einen schwarzen Buff. Ich bin gerade auf dem Weg. Was macht denn jetzt der Toonmaster? Das. Boah, deine Leistung hat mich jetzt auch noch nicht umgehauen. Das, was nicht heißt, dass du ein Idiot bist, aber so rein Leistungs. Aber so rein leistungstechnisch hast du mich jetzt auch noch nicht umgehauen mit 0-1. Du brauchst einen Tower noch. Okay, geschenkt. Aber. Geht die jetzt alle für den Kill? Echt? Bis zum Ende? Können die überhaupt killen? Ich hatte halbe HP, aber... Ich sag mal, wenn drei Leute einem hinterherrennen, die hätten, wenn sie wollen, könnten. Ich habe nicht gesehen, wie viele Stunner da neben dir standen. Ja, eigentlich nur die Dings hier, die. Wie heißt denn nochmal die kleine? Face? Ja. Ja, gut, dann sollte das jetzt nicht das größte Problem, würde ich sagen. Ja, Kalari mit ihrem Slow, aber sie haben es nicht geschafft.
fuck, ich sehe nichts. Du hast gerade mal einen klassischen Doppelkill gemacht, oder? Nein, eigentlich hätte ich einen Fünffach gemacht, aber der... ein guter Freund namens Schwimmler hat die Last jetzt geklaut. Also ohne Witz, ich habe jedes Mal Trigger gehabt hier von der Totenkarte da, die die Standardrüstung verbratet. Hab aber dann nicht mehr den Last gekriegt und der Trumdust macht halt einfach seine Scheiß-Hits drauf und dann... Ja, der kriegt eh, wenn der will, jeden Last Hit, wa? Ja, aber das waren... Naja, ich will mich jetzt nicht beschweren, mein Gott, wir haben mal wirklich was geschaffen gekriegt, aber das waren schon so ein bisschen meine Kills. Möchte ich da so ein bisschen dieses ja, klassische... Ja, soll auch ein bisschen weinrig sein. Ja, ja. Kommt dir keiner hier rüber? So ein bisschen weinerig veranlagt war das auch. Da wurden eindeutig die Kills geklaut. Na, dann nehme ich halt die Ulti. Und dann gehe ich halt hops. Da machst du denn so weit vorne, wenn du keinen siehst. Ich hab versucht, den Tower zu klatschen, hat auch fast geklappt. Ja, ja, komm, Kalari. Hatte ich jetzt nicht für so schlecht empfunden, Kalaris Ulti raus. Dafür, dass du wahrscheinlich eh gestorben wärst. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass ich gestorben wäre. Finde ich Kalaris Ulti an dir jetzt nicht so. Nicht verschwendet, meinst du? Nee. doch, verschwendet, so. Ja, also verschwendet für ihrer Seite, aber aus unserer Seite halt. Ich bin jetzt eigentlich auch nicht wirklich sauer, dass ich gestorben bin. War kein gutes Gameplay von mir, das ist, sei mal dahingestellt, aber naja. Ja, du hast was versucht und der Tower ist so gut wie down. Ja, wenn nach zwei Hits haben gefehlt. Ja gut, da ist dann vielleicht sogar die Entscheidung, dass du dann dranbleiben musst und nicht wegrennen musst. Ich war ja also am Tower, aber dann hat der Tower mich halt... Ja, du bist doch weggerannt, Alter, du bist einen Buff gestorben, das meine ich, du musst halt dann da bleiben und den Tower um so. Alle... Ja. Du darfst halt dann nicht wegrennen. Das ist die Aussage, die ich dir versuche zu vermitteln. Achso, das meinst du. Ich hatte mir eine Chance gesehen, als dann noch Sparrow ankam. Weißt du? Eine Chance zu kommen, zu sehen, wegzukommen? Ja. Zumindest eine kleine Chance, dass sie nicht... Was Sparrow denn noch bei dir? Sparrow ist direkt rübergekommen, als sie gesehen hat, oh, meine Ulti ist raus. Okay, dann komme ich auch mal was abholen. Unsere oder die gegnerische? Die gegnerische. Vor unseren hätte ich jetzt keine Angst gehabt. Aber wenn die gegnerische noch kommt und du dann eben nicht mehr wegkommst, dann ist doch noch mehr die Chance, dass... Nee, das war ja meine Chance wegzukommen, weil ich da gerade aus der Ulti kam und, ne? Es hätte klappen können. Ja, hat es nicht, aber es hätte. Wegzukommen. Ja, ich habe die eben ein bisschen getrickt, deswegen hatte ich da die Hoffnung, aber... Naja... Komm, Face, du bist hier, das weiß ich. Kalari ist auch hier, das weiß ich auch. Die Minions holen sich jetzt den Tower und dann... Du nicht an dem Bau stehen, an dem Buff stehen, Alter. Da musst du nach uns kommen. Ich bin extra. Du hast den Buff gemacht, oder nicht? Nein, ich bin sofort durchgegangen. Also, warst du denn? Ja, tut mir leid, dass er hier nicht schneller rennt. Da darfst du mir nicht springen. Vorwerfen. Majumi. Ja, ich bin mit deinem Schiel nicht zufrieden. Der Charakter hier hat leider nur eine vorgegebene Move-Geschwindigkeit. Schneller geht nicht. Oh, das wird die höchste. Du bist fucking tank. Naja, wobei die sind alle gleich mittlerweile, ne? Ja, ja. Schaffst du den Tower ohne Minions? Ja. Ne, ich meine vom Schaden her, weil der weniger Schaden kriegt. Ja, schaff ich. Oh, das solltest du vielleicht sogar ohne Minions machen, glaube ich. Vielleicht sollte ich kurz mal unseren halten. Ja. Nee, durchrennen. Du brauchst doch den Mitteltower nicht rennen, wenn da keiner ist.
Ich will meinen Buff, ich will den schwarzen Buff hier dafür noch haben. Ach, du brauchst den schwarzen Buff doch nur, wenn du angreifst. Wenn du verteidigst. Warum ist jetzt keine Sau in die Mitte gegangen? Weil du in der Mitte bist. Nahe der Mitte. Ach komm, Kalle, wenn du nicht unsichtbar wärst, dann wärst du sowas von drauf. Leider ist sie's. Ah. Warum ist keiner bei mir? Warum ist da jetzt keiner genug? Ah, jetzt muss ich den Reef weghauen. Gut, dass dann alle wieder weggehen. Na, jetzt schon, das hat gar nicht mehr angegriffen. Genauso wenig wie, Stil, der gerade eben gefokust hat vorher? Die haben beide nicht angegriffen, Ron. Die standen da nur rum, bevor du in Ulti gegangen bist und als du tot warst. Stil hat da nur sein Schild gemacht, hat sich das angeguckt, genauso wie Tim das. Ja, ich war tot, glaube es mir. Ich habe das gesehen. Weil ich als der Erste war, der gestorben ist. Wie wär's, wenn du dich um den... Ah, oh, Junge. Konnte er nicht anders machen. Konnte er nicht anders machen, er hätte Kalarin auch getötet, sollte zumindest Kalarin tot gekriegt, aber er konnte den Tower nicht halten, so wie die Leute ziehen. Alter, was zum Teufel machen die? Da machen die das eigentlich mit Absicht? Das Ella Tower, ach nee, die war in deinem Tower, aber. Ich rede von unserer Sparrow, die gestorben ist. Dass der Tower stirbt, wenn die 4 zu 2 stehen, ist relativ normal. Ah, scheiße Face. Du brauchst da keine Hilfe vom Stil erwarten, ne? Ich verlange keine Hilfe von ihnen, Wilhelm. Oh, weil das Ziel kam an, nur du bist jetzt nicht gekommen. Hätte ich auch nicht machen sollen. Nicht, wenn alle tot sind, das ist richtig. Ah, Spirit ist disconnected. Ja, du brauchst gar nicht so schnaufen. Entweder gehst mit rein oder gehst dann weg. Aber du gehst doch nicht rein, wenn der Damage-Dealer der einzige Tod ist. Was, darüber habe ich jetzt gar nicht... Was, hä? Ich habe gesagt, du brauchst nicht so schnaufen. Ich habe mir gerade die Stats angeguckt. Ja, du hast gesagt, du hast das in Hand... Nee, was hast du gesagt? Läuft? Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt nicht mehr. Ich hab gesagt, du sollst nicht so voreilig sein, das war auch schon alles. Da wusste ich ja nicht, dass die anderen nicht mitspielen. Nee, du bist doch der, der nicht im Fight war. Ja. Und dann nachher reingekommen ist, als alles vorbei war. Weil auch vollkommen schwachsinnig war. Du brauchst eigentlich gar nicht mehr groß was machen, weil die hier, ne? Achso. Ja, der Inhib ist mir ein bisschen wichtiger als... Nee, das meinte ich gar nicht. Ich war blinded deswegen. Ich habe den Effekt nur noch nicht gehabt in dem Maße. Was, der Blind-Effekt? Der seid ihr ja gleiches? Ach komm, ohne Sparrow, Mann. Ich finde, dieser Skin sieht so schwul aus. Ich kann mir nicht helfen.
Die Rüstung ist lächerlich. Ja, das sieht echt scheiße aus. Das Einzige, was an dem Skin einigermaßen gut ist, das ist der scheiß Schwert. Das bringt einem auch nicht weiter. Aber sonst sieht der Skin echt so aus wie so ein Soldier, der nur 2,50 Euro hatte und die letzte Ranzrüstung gekriegt hat, die irgendwo rumlag. Naja, genau, das ist es ja auch. So ehrlich. Jetzt werden wir aber echt hier, ne? Ja, was jetzt? Ja, das Problem ist, dass Wards fehlen. Und die Sparrow dann gegangen ist. Und genau aus so einem Grund wie jetzt mit Kalari, ich meine, es ist ja eh irrelevant, weil das Spiel in einem, naja, ich gebe dem Spiel noch einen Monat, wenn überhaupt, nicht mehr vorhanden ist. Aber das ist halt genau das Problem. Es muss halt, es müssen mindestens zwei Wards da sein. Und die sind nicht vorhanden gewesen. Nicht nur das nicht, da war noch einiges mehr nicht vorhanden. Och nee, was war das schön. Ja, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Naja, vielleicht wirken die Kopfschmerztabletten zumindest gleich. Hör auf zu heulen, mal Ausreden am Suchen. Habe ich irgendwann gesagt, von wegen Kopfschmerzen und ich spiele schlecht deswegen? Wenn ich eine Aussage tätige, dass das Spiel nicht gut gelaufen ist, beziehungsweise schlecht ist, mehr oder weniger. Du kommst dann mit einer Aussage, die vollkommen ad absurdum ist und komplett aus dem Kontext ist. Das klingt als eine Ausrede. Deine Aussage war aber schon eine gute Minute her oder so. Naja. Ja, war sie. Ich habe Aufnahmen, ich kann es beweisen. Ja, dann hörst du dir jetzt nochmal an. Nee, habe ich gar nicht so viel Bock zu. Vielleicht wollt ihr euch sehr angucken, Leute. Ich wünsche euch was. Würsing Kohl.